Moin moin meine lieben Leute der leichten, gruseligen Unterhaltung. Willkommen zurück bei Resident Evil für die Switch. Wir fangen jetzt direkt hier an. Ich habe jetzt das Holzsymbol geholt, das heißt wir klauen uns das Symbol hier. Zack. Zu. Ja schon. Und wir packen dort Holzsymbol rein. Behauptung, was klappt. Seht ihr? Und das Goldsymbol würde jetzt Sinn ergeben, wenn wir es in der Eingangshalle unten... Also im ersten Raum da in dieser S-Halle. Was ist das? Speisesaal. Wenn wir das da natürlich reinpacken. Machen wir jetzt. Wir laufen direkt dahin und packen es mal unten rein. Können wir auch direkt speichern einmal da unten. Können wir das machen. Dass irgendwas Unerwartetes kommt. Mal gucken, welchen Weg wir gehen müssen. Aber eigentlich ist der Weg dahin ja recht easy. Denn hier links. Und hier raus. So, sind wir schon direkt da. Speichern trotzdem einmal vorher. Ich habe ein bisschen Schiss, dass da irgendwas passiert und wir drauf gehen. So. Ah. Der Uhr müssen wir auch mal rausfinden, dass man eine Uhr ist. Jetzt machen wir noch einen kleinen Fortschritt. So. Ah. Hi Jen, danke. Speichern beendet. Super. Perfekt. So. Jetzt können wir ja hier hinten. Können wir ja wahrscheinlich hier das goldene Symbol reinsetzen. Behaupte ich mal. Aha. Da öffnet sich jetzt was. So. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihrem Schicksal frei. Dann können sie die Räder wohl wegdrehen. Warte mal, das ist ja ganz easy. Wir gucken auf dieses Bild hier. Der große Zeiger zeigt auf 11 vielleicht. Und der andere auf... Wo sticht der denn da rein? 2 oder so? Gucken, was geht. So. Also. Okay. Ja. Welche Röchte? Wir möchten das große einmal. Wir müssen uns einmal nach links. Oh. Der geht gleich so weit. Hm. Aber dann passt das ja zu dem, dass das kleine Schwert dahin zeigt. Das, der kleine Zeiger zeigt auch da auf dem Bild, das vielleicht hat auch nichts mit dem Bild zu tun. Aber schon, wenn die beiden sich erstochen, wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg ihr Schicksal frei. Hm, wie kann das denn sein? Na ja, klar, wir müssen ausprobieren. Welche Räder? Ich möchte das große drehen. Nach rechts. Das ist der große. Okay, beide wieder oben. Also, wenn wir das kleine, den kleinen Zeiger drehen. Und den drehen wir nach. Ist der verkehrt? Ist der links? Nach links gedreht. Oder? Ach, warte mal, der ist. Doch, warte mal. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal, ich gehe raus. Da steht ja, wenn die sich schon. Er hat ihn in den Kopf und andere in die Brust. Okay. Gut. Also. Das große Ding ist im Kopf und das kleine in der Brust. Das heißt, wir nehmen. Der große ist im Kopf. Ja. Das heißt, der kleine. Also, hier ist es ja der große. Den müssten wir nach. In die Brust. Noch einmal. Oder? Nein. Ah, guck. Gut. So wie auf dem Bild zu sehen. Ne? Was?
Ein Hausschlüssel. Klar. Jetzt haben wir zwei Hausschlüssel. Okay. Welcher ist denn das? Der Schildschlüssel. Okay. Super. Perfekt. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel auch. Guck mal, also welche Türen wir jetzt hier aufmachen. Ist alles blau schon. Im Erdgeschoss. Alles blau. Wir können eine Etage höher gehen, oder? Wir hier hinkommen. Sollten wir vielleicht machen. Aber auch von oben längs gehen, ne? So. Gut, machen wir nochmal. Geh durch. Erstmal. Hinten rum hoch. Müsste ja funktionieren. Ja, cool. Ja, langsam kommt es kommt so nach und nach ein paar Sachen wieder, die man so erkannt hat, aber. Hast du fast alles vergessen? Echt. Hier nochmal hin. Da geht's raus. Hoch. Hä? Nach oben. Hier sind wir hier verkehrt. Das werden wir noch. Zack. Also müssen wir auf jeden Fall irgendwie hoch. Also hier der Weg ist doof. Okay. Hier durch die Tür. Bam. Ja, wo geht's hier nochmal hin? Der Zombie bricht doch irgendwo diese Scheibe ein da. Das nochmal? So blau, aber. Achso, okay, hier können wir nichts machen. Da war dieses komische Pflanzending. Wahrscheinlich auch irgendwie kaputt machen. Gegen Ballern bringt nichts. Ich meine, man konnte das irgendwie mit so einem Zeug vernichten, aber. Ich sag gerade mit dem Zeug vernichten und da bling macht es. Also, wir haben natürlich noch Unkrautvernichter, das könnten wir nochmal besorgen. Und da müssen wir noch kurz nochmal. Was bringt, weiß ich jetzt nicht, aber wir machen es mal. Durch? Ich meine, war das. Wozu hat man Unkraut? Wir haben Unkraut für die Chemikalien. Diese Unkraut finde ich da gesammelt. Behaupte mal, dass es dafür ist. Das holen wir jetzt mal. Dann versuchen wir das einfach mal. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Wenn es klappt, ist gut. Aber ich meine, das war so. Also, ja, so ein paar Sachen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich es blind spiele. Also, ich habe es ja schon mal vor 20 Jahren gespielt. Ja, 25 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange das her ist jetzt. Ein paar Sachen kann man sich natürlich gut dran erinnern. Aber viele Sachen halt nicht. So, pass auf. Genau, da Unkraut finde ich da. Genau, das konnten wir mitnehmen. Und noch irgendwas? Nicht, ne? So. Jetzt zu diesem Zeug nochmal hinlaufen. Dann kann man das platt machen. So. Wie lustig, so Oldschool-Sachen nochmal zu spielen, die man früher mal gespielt hat. Weil man wirklich an vieles nicht erinnert. Also, aber witzigerweise, wenn ich das erste Super Mario, was ich gespielt habe, auf dem Game Boy, auf dem alten Game Boy von 89, das Ding, Super Mario Land, da kann ich mich an alles erinnern im Spiel. Also ich weiß überall, wo die Bonuspilze leben waren, das weiß ich alles noch. Witzig, ne? Haben sie überlegt. Oh, so, pass auf, das kriegen wir jetzt hin. Ja, könnt ihr mal sagen, also ich fand Super Mario Land war mit. War, also das erste Spiel auf dem Game Boy war Tetris und dann kam Super Mario Land.
So, wir testen mal, ob wir das da reintun können. Pass mal auf. Sehr genau, sowas habe ich mich gedacht. Genau. Das ist, hat sich rot gefärbt, das heißt, wir können auch wahrscheinlich den roten. Ja. Rot. Aha! Seht ihr? Ein paar Sachen weiß man immer noch von früher. Hier ist die zweite Maske, die wir brauchen. Mit? Wie ist denn das überhaupt? Fotosmaske. Ohne Augen. Okay, die ohne Augen ist es. Ich nehme mal diese Pflanzen hier mit, ein paar. Eine. Sicherheitshalber, nur falls ich jetzt irgendwie mal hingefallen werde gleich. Haben wir eine Pflanze, die wir brauchen. Super! Die bringen wir jetzt auf jeden Fall erstmal zum. Zum. Unser, nennt sich das? Unsere Truhe. War klar, dass die irgendwann rauskommen, ne? Das war doch klar. So, lassen wir aber trotzdem erstmal zu unserer Truhe hin. Denn die Maske muss weg. Das bringt ja nichts, mit der Maske rumzulaufen. Können wir ja eh nicht benutzen. Gut. Haben wir da? Feuerzeug. Erstmal hier. Wahrscheinlich brauchen wir das Feuerzeug gleich, aber dann ist das halt so. So. Sagen wir, speichern trotzdem mal kurz, als halber. Jetzt ein gutes Bild. Wahrscheinlich nicht, dass wir irgendwann drauf gehen, wieder so viel machen müssen. So. Gut. Ich guck mal ganz kurz, welche Türen noch nicht aufgeschlossen worden sind. Jetzt haben wir ja noch einen zweiten Schlüssel. Hier oben sind auf jeden Fall einige Türen. Genau, da sind richtig viele Türen sogar. Testen wir doch erstmal die Türen hier. Was sagt ihr? Machen wir. So, hier unten war glaube ich keines, war oben, ne? Oh, hier. Da oben sind ein paar Türen, okay. Nach oben. Was war das? Ich muss mal auf die Karte gucken, ich weiß, das ist total dämlich. Aber guck mal, da ist auf jeden Fall eine Tür hier vorne gleich rechts. War die offen? Die ist verschlossen. Okay, Helm haben wir noch nicht. Können aber da durch und dann ist da hinten noch eine Tür. Das machen wir mal. Hier? Da war ich den falschen Gang, ne? Ja. Weg. Hier nix. Okay. So, da ist ja auch noch eine Tür hier, ne? Wir können die aufmachen.
ist von anderen Seite. Ach, scheiße. Hm. Noch irgendwelche Türen? Da können wir durch und dann ist da noch eine Tür da hinten. Da können wir nicht durch. Da können wir auf jeden Fall nicht durch. Da müssen wir diese eine Tür müssen wir öffnen, damit wir da durch können. Das können wir nicht. Shit. Ja. Macht ja jetzt nicht so viel Sinn. Dann sollten wir vielleicht mal auf die andere Seite gehen. Weil die Tür, wenn wir die Tür nicht aufkriegen, kommen wir die anderen Türen nicht rein. Und da ist auch noch eine Tür, da kommen wir aber auch nicht durch. Gehen wir hier raus. Gehen nochmal in die Eingangshalle und gehen auf die andere Seite. Da sind ja auch noch viele rote Türen. Können wir da irgendwas machen. Tür raus. Und so. Oben, das heißt, wir können die Tür da rechts nehmen, komplett rumlaufen. Aber jetzt auf jeden Fall eine Tür rechts, die können wir mal testen. Hier rein und die obere Tür. Oh Mann! Tür gehen. Oh, okay, wir können mal kurz hier runter gehen. Dann können wir vielleicht noch mal kurz speichern hier unten. Wir haben ja echt viele Speicherdinger, glaube ich. Aber wenn wir, ich habe keine Lust, diesen ganzen Weg damit zu laufen. Alter, schon wieder mal geschlafen? Ja, wollen wir. Ja, gucken, hier ist dieses ganze Ding verbratet da und die ganzen Magnetbänder, da wollte ich gerade sagen. Breitbänder. Ich glaube nicht. Wir hatten relativ viele, noch eine 8 oder 9 Stück. 7, 8. Irgendwie so. 5, okay. Oh, aber schon bin ich. Jetzt haben wir da alles dabei. Tada, okay. Gut. Lassen wir oben längs gehen jetzt und das dritte, die andere Tür da aufmachen. Wo uns das entführt. Hier sind so mehr Türen, rote Türen, deswegen ist es praktisch, das hier zu machen. Wollen wir das hier rein? Da war der gerade auslaufen. Ah ja, hier mit der Verschlossenen Tür, genau. Nein, auch ein Helm-Symbol. Scheiße. Scheiße. Blöd. Okay, die nicht. Dann war da eine andere rote Tür. Da unten ist auch noch eine rote Tür. Die können wir nochmal nehmen. Machen wir das. Laufen. So, ärgerlich. Passiert, ne? Gut, einmal außen rumlaufen. Drin sein. Ein paar Dinge haben wir ja frei, dann können wir hier ein bisschen Pflanzen mitnehmen. Können wir gleich kombinieren, dann haben wir ein bisschen was für Platz frei, so, falls wir irgendwas einsammeln sollten. Auch durch.
Oh. Oh, warte mal, da müssen wir schon was nehmen hier. Mann! Ist denn der Spacko? Hoffentlich läuft der Blut raus. Okay. Alter! Viech. Gut, dass wir die Gesundheitskram da mitgenommen haben. So. Ja. Jo. Aber hier war auch die Tür, ne? Okay. Da rein. Ja, wir können Schlüssel verwenden. Wir brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Der schmeißt ihn weg. Ja. Cool. Das war doch lässig. So, haben wir wieder einen Platz frei, weil der Schlüssel weg ist. Aber wir haben immer noch einen, den ich aufgemacht habe mit dem anderen Schlüssel, ne? So. Oh. Dunkler Raum. Oh! Shit. Boah, scheiße, ey. Ein Riesenviech. Oh. Oh, das wäre tot. Warte. Nicht tot? Ungeziefer bekämpfen. Okay, naja. Gut, haben wir ganz gut hinbekommen. Sie ist weg. Was hier? Noch eine Maske. Geil. Wir müssen uns trotzdem mal ein bisschen umschauen hier. Nicht, dass ich noch irgendwas gesehen habe. Okay. Also, die war jetzt nicht schwer zu bekämpfen, ne? Die ist auch sehr träge, muss man sagen, ne? Yeah, nehmen wir auch mit. Drück hier einfach nur rum, um zu sehen, ob ich irgendwas finde. Also nicht wundern, dass ich die Sachen da so finde, so leicht. Und mit dem Gewehr wahrscheinlich leichter killen können. Einfach sind aufeinander gestapelt. Gut, haben wir noch eine Maske, das ist doch schon mal gut. Cool. Gut. Gut. Rausgehen. Ich glaube, jetzt gehen wir wieder speichern, würde ich sagen. Riesenschlange haben wir. Dritte Maske haben wir auch. Oh, scheiße. Ey, sind echt, die stehen alle wieder auf, ne? Fuck aus. Geht's nicht hier zum Speicher? Wo geht's zum Speicherort noch? Ah ja, da geht's längs. Gut. Ja, super. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt eh nur speichern, deswegen können wir auch schon jetzt Schluss machen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.